Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir hatten uns in der letzten Sendung weitgehend mit Zahlenfolgen beschäftigt und dabei gesehen, dass Zahlenfolgen Funktionen sind. Lassen Sie uns im Folgenden als Definitionsbereich für unsere Funktionen einfach N-Stern wählen. Dann beginnen nämlich unsere Folgen ganz einfach mit A1 als erstem Glied. Ferner hatten wir gesehen, dass es Folgen gibt ohne angebbares Bildungsgesetz. Denken Sie etwa an die Folge der Primzahlen. 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter. Da gibt es kein allgemeines Bildungsgesetz. Andererseits hatten wir Folgen kennengelernt, bei denen sich die einzelnen Glieder nach einer festen Gesetzmäßigkeit berechnen lassen. Zwei einfache Beispiele dafür waren arithmetische Folgen und geometrische Folgen. Im ersten Teil der heutigen Sendung wollen wir weitere Eigenschaften von solchen Folgen kennenlernen. Und es soll dabei nur um Folgen mit angebbarem Bildungsgesetz gehen. Das können sein arithmetische Folgen oder geometrische Folgen oder irgendwelche anderen Folgen, jedenfalls mit einem festen Bildungsgesetz. Und lassen Sie uns das noch ein wenig üben, wie man da die Folgeglieder ausrechnet. Sie werden gleich vier Beispiele sehen und probieren Sie doch einmal mit einem Blatt Papier oder einem Taschenrechner das jeweils vierte Folgenglied auszurechnen. Rechnen wir zunächst einmal das erste Beispiel. A4 gleich 20 plus 3 mal minus 2. Das ergibt 14. Dann B4 gleich 0,5 mal 1,5 hoch 3. Das ergibt 1,6875. Bei der dritten Folge wird jeder natürlichen Zahl die Zahl 10 zugeordnet. Also ist C4 10. Und das letzte Beispiel, D4 gleich 16 Viertel mal minus 1 hoch 5. Das ergibt minus 4. Und damit das Ganze etwas anschaulicher wird, wollen wir uns jetzt einmal unsere Folgen hier auszeichnen lassen. Wir haben hier unseren Rechner, in den die Bildungsgesetze einprogrammiert sind. Er berechnet also die Folgeglieder. Und hier das Zeichengerät, auf dem wir die Folgen auszeichnen lassen. Und jetzt achten Sie beim Auszeichnen dieser Folgen einmal auf etwas, was Sie bei Funktionen schon kennen, und zwar auf das Steigungsverhalten. Beginnen wir mit der arithmetischen Folge, also an. Sie sehen, jedes weitere Folgeglied ist kleiner als das vorangegangene. Diese arithmetische Folge fällt. Und jetzt unsere geometrische Folge. 0,5 mal 1,5 hoch n minus 1. Jedes weitere Folgeglied ist größer als das vorangegangene. Diese Folge steigt. Das dritte Beispiel, cn gleich 10. Jeder natürlichen Zahl wird die Zahl 10 zugeordnet. Diese Folge ist konstant. Sie fällt nicht und sie steigt auch nicht. Und schließlich das vierte Beispiel.
eine sehr merkwürdige Folge, die aus dem Positiven in den negativen Bereich springt und wieder zurück. Und die Folgeglieder nähern sich immer mehr der X-Achse. Unsere arithmetische Folge war hier fallend, die geometrische Folge war steigend. Und vielleicht sind Sie mit diesen Folgen schon so vertraut, dass Sie das den Bildungsgesetzen ein wenig angesehen haben. Denn bei der arithmetischen Folge war d gleich minus 2. Es wird also vom Anfangsglied immer weiter subtrahiert. Und dass die geometrische Folge steigend war, ist klar, q ist 1,5. Es wird immer mit 1,5 multipliziert. Man konnte also hier den Bildungsgesetzen schon ein wenig ansehen, ob die Folge steigt oder fällt. Dass das nicht immer so sein muss, dass man also nicht immer aus dem Bildungsgesetz erkennen kann, ob eine Folge steigt oder fällt, soll Ihnen ein weiteres Beispiel zeigen. Die Folge heißt an gleich 1/3 mal Klammer auf n minus 10 Klammer zu im Quadrat minus 15. Lassen wir uns diese Folge auszeichnen. Achten Sie auch hier auf das Steigungsverhalten. Die Folge fällt. Doch schauen Sie jetzt genau hin. Die Zahlenfolge beginnt ab hier wieder zu steigen. Jetzt ist es jedoch für viele mathematische Schlussfolgerungen einfach wichtig zu wissen, ob eine Folge in ihrer Gesamtheit steigt oder fällt. Zum Beispiel dann, wenn man wissen will, ob eine Folge einem bestimmten Wert zustrebt, ob sie einen Grenzwert hat. Aber dieses Wissen darf sich nicht gründen auf einige bestimmte, speziell ausgewählte Folgeglieder, sondern man muss das dann schon allgemein zeigen. Man muss einen Beweis führen. Und zwar muss man beweisen, ob eine Folge als Ganzes fällt oder steigt. Wir wollen das einmal an einem einfachen Beispiel durchführen, doch zuvor definieren wir einmal genau, was das eigentlich heißt, fallend und steigend. Eine Folge heißt monoton steigend, wenn an kleiner gleich an plus 1 ist, für alle n aus n Stern. Das heißt, wenn jedes ihrer Glieder größer oder gleich ist als das vorangegangene. Eine Folge heißt dagegen monoton fallend, wenn an größer gleich an plus 1 ist, für alle n aus n Stern. Das heißt, wenn jedes ihrer Glieder kleiner oder gleich ist als das vorangegangene. Und jetzt wollen wir das einmal an einem einfachen Beispiel durchführen. Das hier ist unsere Folge. N wird zugeordnet 1 durch n. Und wir wollen nun behaupten, dass diese Folge monoton fallend ist. Schreiben wir einmal hin, was das eigentlich heißt. Das heißt doch, an ist größer oder gleich als an plus 1 für alle n aus n Stern. Also jedes Folgeglied ist kleiner oder gleich als das vorangegangene. Und nun müssen wir das allgemein beweisen. Schreiben wir doch einmal für unsere spezielle Folge hin, was dieses hier bedeutet, diese Ungleichung. Das n-te Glied dieser Folge ist 1 durch n. Das müssen wir zeigen. Und das n plus erste Glied unserer speziellen Folge ist eben 1 durch n plus 1. Und wir müssen jetzt die Richtigkeit dieser Ungleichung allgemein nachweisen. Nun, wie man mit Ungleichungen rechnet, das wissen Sie. Wir bilden hier zunächst einmal den Hauptnenner. Das ist n mal n plus 1. Und dann multiplizieren wir die gesamte Ungleichung durch mit diesem Hauptnenner. Also mal n mal n plus 1.
plus 1. Auf der linken Seite kürzt sich dann dieses n heraus. Es bleibt stehen n plus 1. Und auf der rechten Seite kürzt sich eben n plus 1 heraus. Und es bleibt stehen n. Wir sind also von hier hierhin gekommen. Und nun können wir sagen, dass diese Ungleichung hier, n plus 1 größer gleich n, für alle n aus n Stern immer erfüllt ist. Denn jede natürliche Zahl plus 1 ist ja immer größer oder gleich als eben diese gewählte natürliche Zahl. Und da dieses richtig ist, war eben diese Ungleichung richtig. Und das bedeutet eben, dass an größer gleich an plus 1 ist. Und zwar für alle n aus n Stern. Übrigens, bei unserem Beispiel steht hier unten nur ein kleiner Zeichen. Das Gleichheitszeichen tritt nicht in Kraft. Man nennt Folgen, bei denen hier nur das kleine Zeichen steht, streng monoton fallend. Fassen wir zusammen. Wenn man von einer Folge behauptet, dass sie als Ganzes fällt oder steigt, so muss man das eben für allgemeines n beweisen. Man muss das nachrechnen. Übrigens, bei arithmetischen Folgen ist die Frage nach der Monotonie leicht zu klären. Sie wissen ja, dass hier das Ganze von diesem d abhängt. Und zwar, wenn d eine positive Zahl ist, wird hier nur addiert. Und zwar wird immer weiter addiert. Das heißt, das wächst immer mehr an, die Folge ist dann monoton steigend. Also, für d größer 0 ist die Folge monoton steigend. Und wenn dieses d eben kleiner 0 ist, also negativ ist, dann dreht sich dieses Pluszeichen hier um in ein Minuszeichen. Denn dieser Ausdruck wird ja bei negativem d insgesamt negativ. Dann wird hier immer weiter subtrahiert. Die Folge ist dann monoton fallend. Also für d kleiner 0 ist die arithmetische Folge monoton fallend. Und auch bei geometrischen Folgen kann man die Frage nach der Monotonie leicht klären. Und wie Sie vermuten, hängt das natürlich hier nur von diesem Q ab. Wenn Q zum Beispiel 2, 3, 4 oder so etwas ist, dann wird hier immer vergrößert. Es wird ja multipliziert mit einer Zahl größer 1 mal 2 mal 3 mal 4. Sie sehen also, Q größer 1 bedeutet monoton steigend für geometrische Folgen. Man könnte nun vermuten, dass geometrische Folgen immer monoton steigend sind. Doch multiplizieren Sie hier einmal mit Q gleich 1/2. Dann sehen Sie, hier wird immer weiter halbiert. Das heißt, eine geometrische Folge, bei der Q gleich 1/2 ist, fällt. Und wenn wir das allgemein formulieren, dann haben wir jetzt für Q größer 1 ist diese geometrische Folge steigend. Und für alle Zahlen, die zwischen 0 und 1 liegen, etwa 1/2 oder 1/3, 1/4, fällt diese Folge. Also für Q zwischen 0 und 1 ist eine geometrische Folge fallend. So viel zur Monotonie von Folgen. Nach so viel Mathematik zunächst ein wenig Entspannung, und zwar hier in einem Weinkeller. Das hat zunächst scheinbar nichts mit Folgen zu tun, aber warten wir es ab. Viele von Ihnen haben vielleicht schon einmal in einem Weinkeller solch schön aufgeschichtete Flaschenpyramiden gesehen. Das ist ein angenehmer Anblick, wie Sie zugeben müssen. Doch was hat das mit Folgen zu tun, werden Sie vielleicht fragen. Schauen Sie sich doch einmal genau diese Flaschenpyramide an. Hier liegt das Prinzip einer Folge vor. Reihe 1, eine Flasche. Reihe 2, zwei Flaschen, Reihe 3, drei Flaschen, Reihe 4, vier Flaschen und so weiter. Hier liegt also eine Folge vor, und zwar sind den natürlichen Zahlen als Folgeglieder die natürlichen Zahlen selbst zugeordnet. So etwas geht. Tragen wir einmal hier in diese Tabelle ein. Reihe 1, eine Flasche, Reihe 2, zwei Flaschen, 3, drei Flaschen, 4, vier Flaschen und so weiter. Und vielleicht haben manche von Ihnen schon ein bisschen ein Gespür dafür, welcher Typ von Folge eigentlich hier vorliegt. Arithmetische oder geometrische Folge. Wie Sie sehen, befindet sich in jeder weiteren Reihe, von oben gesehen, eine Flasche mehr. Das heißt, die Differenz von Reihe zu Reihe ist immer 1. D gleich 1.
Das heißt eben, dass wir hier eine arithmetische Folge vorliegen haben. Die Differenz ist 1 und das Anfangsglied, das ist also hier die oberste Reihe, ist 1, eine Flasche. Soweit, so gut hier in diesem Weinkeller. Wir haben nun hier 210 Weinflaschen. Und auch diese 210 Weinflaschen waren einmal schön als Pyramide aufgestapelt. Das geht also. Und jetzt kommt unser Problem. Wie schichtet man diese 210 Weinflaschen, die hier so stehen, wieder zu einer Pyramide auf? Einfach wäre das Problem natürlich zu lösen, wenn man oben mit einer Flasche beginnen könnte und nach unten anbauen würde. Das geht natürlich nicht. Jetzt probieren wir das einfach einmal aus. Und zwar geht es um die unterste Reihe. Wie fangen wir da an? Und wir fangen einmal mit 10 Flaschen an, um dann zu sehen, wie weit wir kommen. Zwei Flaschen, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 10 Flaschen in der untersten Reihe und jetzt bauen wir einmal per Trick die weiteren Reihen da auf. So, unsere Pyramide ist aufgebaut und wir hatten in der untersten Reihe mit 10 Flaschen begonnen. Aber wie Sie sehen, sind hier noch viel zu viele Flaschen übrig. Das heißt, in die unterste Reihe hier müssen mehr Flaschen. Wir könnten hier nun weiter probieren, eine neue unterste Reihe aufbauen oder hier anlegen. Das alles kann sehr lange dauern, da können auch einmal einige Flaschen herausfallen. Auf jeden Fall ist dieses Probieren hier keine richtige Lösung dieses Problems. Gehen wir einmal von der Mathematik an dieses Problem heran. Wir hatten doch erkannt, wie diese Pyramide aufgebaut ist. Schreiben wir einmal auf, wie unsere Pyramide am Schluss aussehen wird, und zwar mathematisch. Wir haben in der obersten Reihe eine Flasche, dann 2 Flaschen in der zweiten, 3 Flaschen in der dritten und so weiter bis n Flaschen in der n-ten Reihe und das soll 210 Flaschen ergeben. Wenn wir also dieses n hier herausbekommen haben, dann wissen wir, wie viele Flaschen in die unterste Reihe, das ist dann auch die n-te Reihe, zu legen sind. Also dieses n hier müssen wir herausbekommen. Die Lösung dieses Problems, wie man hier dieses n herausbekommt, hat in ganz anderem Zusammenhang schon der berühmte Mathematiker Carl Friedrich Gauss gefunden. Und zwar wird berichtet, dass der Lehrer damals in der Anfängerschule folgendes Problem stellte. Es sollten die ersten 100 natürlichen Zahlen addiert werden und die Summe berechnet werden. Meines Erachtens wurde die Aufgabe damals nur gestellt, um die Kinder für längere Zeit zu beschäftigen. Und wenn man das nun schriftlich ohne jedes Hilfsmittel durchführt, dann kann das sehr lange dauern und Fehler macht man auch schon beim einfachen Addieren. Zur Verblüffung seines Lehrers war der kleine Gauss allerdings in sehr kurzer Zeit fertig. Und zwar hatte er sich den folgenden, ganz einfachen, aber verblüffenden Trick überlegt. Wir zeigen Ihnen das hier in einem kleinen Film. Er hat erkannt, dass die Summe aus dem ersten und letzten Summanden 101 ergibt, ebenso aus dem zweiten und vorletzten, aus dem dritten und drittletzten und so weiter. Immer wieder 101. Und diese Summanden muss man jetzt addieren, und zwar 50 Mal. Denn man hat aus 100 Zahlen 50 Zahlenpaare gebildet. Also braucht man nur 101 mit 50 zu multiplizieren und erhält 5050. Man hat also die Summe 1 plus 2 plus 3 und so weiter plus 100 ersetzt durch den Ausdruck 101 mal 50. Verallgemeinern wir das. Will man die Summe der ersten n natürlichen Zahlen berechnen, so braucht man nur n plus 1 mit der halben Anzahl der Summanden, also mit n halbe, zu multiplizieren. Und jetzt können wir unser Flaschenproblem lösen. Wir schreiben 1 plus 2 plus 3 und so weiter plus n um als n halbe mal n plus 1. Und für uns ist ja n halbe mal n plus 1 gleich 210. Das sind alle Flaschen. Und jetzt multiplizieren wir hier auf beiden Seiten mit 2. Wir lösen die Klammer auf und bringen alles auf eine Seite.
Und dann bekommt man eine quadratische Gleichung. N Quadrat plus n minus 420 gleich 0. Wir können nun diese quadratische Gleichung lösen. Man bekommt zwei Lösungen. N1 gleich minus 21, N2 gleich 20. Und für uns hier kommt nur N2 als Lösung in Frage, eine natürliche Zahl. N2 gleich 20. Das ist die Lösung unseres Problems. Und nun haben wir in der Zwischenzeit einmal die Flaschen hier abgebaut und die unterste Reihe, wir wissen, das ist jetzt die 20. Reihe, gelegt. Da befinden sich 20 Flaschen. Und nun überprüfen wir noch einmal, ob wir auch richtig überlegt und gerechnet haben. Wir wollen einmal sehen, ob alle 210 Flaschen sich wirklich schön zu einer Pyramide auftürmen lassen. Sie sehen, die Pyramide ist aufgebaut. Unser Problem ist gelöst. Fassen wir hier einmal zusammen und versuchen wir gleichzeitig unser Weinflaschenbeispiel zu verallgemeinern. Ausgangspunkt war eine arithmetische Folge. Und dann hatten wir die Glieder dieser arithmetischen Folge aufaddiert. So etwas nennt man eine Reihe. Eine endliche arithmetische Reihe. Und dann hatten wir mit Hilfe des Tricks von Gauss für unser spezielles Beispiel bei den Weinflaschen eine Formel gefunden, nämlich n halbe mal n plus 1, mit deren Hilfe man den Wert dieser Reihe gut berechnen konnte. Und so hatten wir unser Problem gelöst. Man kann nun auch allgemein für eine beliebige arithmetische Reihe eine Summenformel angeben, die zum praktischen Rechnen sehr nützlich ist. Und wie man diese allgemeine Summenformel herleitet, das will ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Hier noch einmal das Bildungsgesetz. Und hier habe ich Ihnen jetzt einmal die Summe der ersten n-Folgeglieder hingeschrieben. Also Sn gleich erstes Glied plus zweites Glied plus drittes Glied und so weiter plus letztes Glied. Wir wollen die allgemeine Summenformel herleiten. Wir schreiben jetzt einfach diese Summe noch einmal hin, allerdings mit umgekehrter Reihenfolge der Summanden. Wir beginnen also mit dem letzten Summanden und das geht ja, weil die Addition kommutativ ist. Also Sn gleich letztes Folgeglied an plus vorletztes Folgeglied an minus d und so weiter bis erstes Folgeglied. Das ist an minus n minus 1 mal d. Das kann man sich leicht überlegen, wenn man hier einfach nach a1 auflöst. A1 ist an minus n minus 1 mal d. Und nun addieren wir diese beiden Summen. Wir erhalten 2 mal sn gleich. Und hier steht zunächst a1 plus an. Und hier a1 plus d plus an minus d. Das ergibt wiederum a1 plus an. Und so geht das weiter. Und auch hier hinten erhalten wir a1 plus an. Dieses hebt sich jeweils auf. Also haben wir a1 plus an und zwar insgesamt n mal. Und jetzt braucht man hier nur noch durch 2 zu dividieren und erhält die allgemeine Formel für den Wert einer endlichen arithmetischen Reihe. Sn gleich n halbe mal, Klammer auf, a1 plus an. Und jetzt wollen wir einmal üben, wie man mit dieser Formel in einem Beispiel umgeht. Bei einer Tribüne haben in der ersten Reihe 25 Zuschauer Platz und in jeder weiteren Reihe immer 3 Zuschauer mehr. Das heißt, arithmetische Folge mit a1 gleich 25 und d gleich 3. Die Tribüne hat 20 Reihen. Wie viele Zuschauer haben insgesamt auf der Tribüne Platz? Was ist bei dieser Aufgabe gesucht? Es ist gesucht die Summe der ersten 20 Folgeglieder, also S20. Schreiben wir uns noch einmal die Formel allgemein hin. Sn gleich n halbe mal, Klammer auf, a1 plus an, Klammer zu. Und bevor wir hier in diese Formel einsetzen, müssen wir zunächst an, also a20, berechnen.
an ist ja a1 plus n minus 1 mal d. Also erhalten wir a20 gleich 25 plus 19 mal 3. Und jetzt setzen wir a1, an und n in die Summenformel ein und erhalten s20 gleich 20 halbe mal 25 plus 82. Und das ergibt 1070. Es haben 1070 Zuschauer Platz. So viel zur arithmetischen Reihe. Sie erinnern sich an das Schachbrettbeispiel aus der letzten Sendung. Der Erfinder des Schachspiels erbat sich als Ehrengeschenk Reiskörner. Erstes Feld ein Korn, zweites Feld zwei Körner, drittes Feld vier Körner und so weiter. Das heißt Verdopplung. Das war eine geometrische Folge mit Anfangsglied A1 gleich 1 und Q gleich 2. Die Frage ist nun, wie viel Körner Reis bekommt nun der Erfinder des Schachspiels? Das heißt, wie viel Körner sind nun eigentlich auf allen 64 Feldern zusammen? Gesucht ist somit der Wert dieser Summe. A1 plus A2 plus A3 und so weiter plus A64. Und damit Sie einmal eine Vorstellung bekommen, was da so in etwa herauskommen könnte, haben wir für die ersten 10 Felder einmal eine Tabelle angelegt. Da steht links die Platzziffer des Feldes, in der Mitte an und rechts die Summe der Reiskörner bis zu diesem Feld. Also auf die ersten 10 Felder gehen insgesamt 1023 Reiskörner, noch nicht so sehr viele. Wir wollen aber wissen, wie viele Reiskörner gehen auf alle 64 Felder zusammen. Und auch dafür, für den Wert der endlichen geometrischen Reihe, gibt es eine Formel, die Sie in Ihrem Begleitmaterial abgeleitet finden. Diese Formel heißt folgendermaßen. Sn gleich a1 mal q hoch n minus 1 durch q minus 1. Q ungleich 1. Und wir wollen einmal mit dieser Formel umgehen und berechnen, wie viel Reiskörner auf die ersten 20 Felder zum Beispiel gehen. Also wir suchen S20. A1, das ist das Anfangsglied, das ist 1 mal Q hoch N, Q ist 2, also 2 hoch 20 minus 1 dividiert durch Q minus 1 durch 2 minus 1. Da kommt heraus 2 hoch 20 minus 1. Und wenn Sie das einmal schriftlich oder mit dem Taschenrechner ausrechnen, dann kommt da eine Zahl so um die 500.000 heraus. Das würde etwa 25 Reispäckchen zu je einem Pfund ausmachen. Also auch noch nicht sehr viele. Probieren Sie doch einmal mit dieser Formel die Summe aller Reiskörner auf den 64 Feldern auszurechnen. Sie werden verblüfft sein von dem Ergebnis. Und damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.